Wunderschönen guten Abend und willkommen zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Wie ich es euch beim letzten Part schon gesagt habe, wir machen uns auf den Weg nach Korriban. Nein, Spaß. Also, nee, nicht Spaß, wir gehen wirklich nach Korriban, aber sollte nicht so melodramatisch werden. Naja, wie gesagt. Dann gehen wir mal zu unserem lieben Freund Etten, wobei ich würde mich gerne auch nochmal schnell mit dem unterhalten. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, was diese Hexe gemacht hat, aber sie zieht dich mit in das Loch, aus dem sie gekommen ist. Hör mal. Noch kannst du das alles beenden, bevor dich die Dunkelheit, mit der sie dich umfängt, verschlingt. Oh, mein Freund, du siehst langsam auch nicht besser aus. Also gut. So spricht ein echter Feigling. Ein Jedi. Okay, ich hab's versucht. Aber was dich verzehrt, beeinflusst auch alle anderen. Du magst stark genug dafür sein, aber die anderen sind es nicht. Ist schon gut. Na gut, okay. Ich mag ganz sicher nicht Passag mit dem Spielen. Dann machen wir uns doch mal langsam, aber sicher auf dem Weg nach Korriban. Let's go. Wir sind gelandet. Das ist Korriban. Warum sollten die Jedi, die du suchst, hierher kommen? Es scheint ruhig zu sein. Nur der Wind. Aber tief unter der Oberfläche kann man den Schmerz dessen spüren, was hier geschehen ist. Eine große Macht liegt in diesem Ort. Für diejenigen, die ihren Ruf vernehmen können. Dieser Ort übt eine große Anziehung für Jedi aus. Die Ruhestätten der Alten und auch der erst vor kurzem verstorbenen Sith enthalten viele verloren geglaubte Lehren. Am ehesten finden wir unseren verlorenen Jedi in den Ruinen der alten Akademie. Denkt ihr, dass es hier lebendiges Sith gibt? So leblos dieser Ort auch scheinen mag, die dunkle Seite ist hier sehr stark. Die Sith-Lords würden einen so mächtigen Ort nicht einfach ignorieren. Es gibt viel zu lernen. Sogar hier. Was ist hier passiert? Es hieß, dass Reva nach Korriban zurückkehren wollte, um mögliche Sith-Aufständige zu bekämpfen. Aber Revan verschwand. Die übrigen Sith wandten sich im Kampf um den größtmöglichen Einfluss gegeneinander und vernichteten sich selbst. Es dauerte ein oder zwei Jahre, bis die Republik Truppen hierher schickte, um die übrigen Sith zu vernichten. Sie fanden Korriban genauso vor wie wir. Öde und leblos. Man nahm an, dass die übrigen Sith sich im Kampf um das letzte bisschen Einfluss gegeneinander gewandt hatten. Die Republik fand Beweise dafür, dass mehrere Sith-Lords von Korriban aus in entlegene Gebiete der Galaxis entfliehen konnten. Lasst uns verschwinden. Wenn ihr über Korribans Oberfläche schreitet, schreitet allein. Okay. Gut. Mir waren eure Gesellschaft sowieso nicht erreicht. Ich bleibe hier und meditiere. Unsere Verbindung bleibt bestehen. Ich werde euch leiten, wenn es nötig wird. Die Akademie ist am anderen Ende dieses Tals. Seid vorsichtig. Diese Ruinen sind von dunkler Energie erfüllt. Selbst die gefallenen Sith sind noch am Leben. Sehr schön. Also machen... Oh, nein, Tagebuch. Schauen wir doch mal. Spuren der Vergangenheit. Du suchst in den Ruinen Korribans nach Spuren der verlorenen Jedi. Kreia denkt, du solltest dein Glück in der Sith-Akademie versuchen. Ja, dann machen wir das doch. Begeben wir uns zur Sith-Akademie. Alleine, wie es aussieht. Aber ich denke, das sollte inzwischen kein Problem mehr sein, weil wir sind ja echt ein Badass-Motherfucker inzwischen. So. Mal ein bisschen bessere Ausrüstung. Mandalorian Energieschild. Na, komm, Schild. Das ist okay. Das ist okay. Oh, da haben wir nochmal plus zwei Stärke. Leute, ey, langsam sind wir richtig stark. Aber so richtig stark. Nun denn, begeben wir uns auf die verrottete Oberfläche von Korriban. Ah, ich kann ja doch zwei mitnehmen. Was soll denn das? Ah,
verarscht die mich einfach. Dann nehmen wir sicher mal Visas mit. Wir nehmen noch Mandalore? Ja, wieso nicht? Nehmen wir noch Mandalore mit. Wobei, Baudur. Ja, ich nehme Mandalore mit. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, wie das hier so wird. Um euch herum seht ihr die geplünderten Gräber der alten Sith-Lords. Jedes Grab war einst getränkt in der Geschichte und dem Vermächtnis des alten Sith-Reiches und enthielt große Geheimnisse und mächtige Relikte der Macht. Selbst die vielen Fallen konnten aber die Neugierigen, die Narren und die Schwachen nicht abhalten. Und so wurden diese Gräber zerstört, ihre Geheimnisse denen preisgegeben, die sie nicht verstehen oder bewahren können. Okay. Willkommen auf Korriban. Ich hoffe, wir sind nicht irgendwie zu schwach. Oh, wir können die sogar noch hier... Die Leichen vor euch sind alles, was von den Siths auf Korriban noch bleibt. Ich glaube kaum, dass diese Leichen etwas Wertvolles bei sich tragen. Wir lassen sie lieber in Frieden ruhen. Okay. Ich will aber trotzdem die Sachen nehmen. Narr, ihr habt die Geister dieses Ortes gestört. Und sie haben ihre Wächter geschickt. Nun denn. Diese Kreaturen dürfen keine große Herausforderung sein. Hissis sollten selbst eure Arroganz in Bescheidenheit umwandeln. Prüft euch nur, wenn ihr meint. Aber versucht nicht zu sterben. Da macht ihr mal keine Sorgen, meine Liebe. Und los. Wer mich beleidigt, stirbt! Ach, Katz, ist kein Problem. Kein Problem. Boah, die geben gute EP. Die geben hier, oh, Leute. Die geben echt gute EP. Was ist? Die beiden sind sogar noch ein Levelaufstieg hier. Bei der mache ich es aber sicher mal so. Oh. Fähigkeiten, Verletzte heilen, damit die mich ab und zu mal heilen kann. So, Kräfte. Mhm. Gut. Sehr schön. Wie gesagt, die sind mir egal. Werden wir wieder angegriffen? Yep. Machtsturm. Ah, das zockt nicht so viel anscheinend. Boah, gar keine Chance haben die gegen uns. Ach komm schon. Ja. Ah, geblödet haben wir schon. Sehr schön. Ah, es macht richtig Spaß hier auf Korriban. Ruhig mal ein bisschen XP holen hier. Oh, oh. Hab aber nicht mehr viel Leben. Davon hab ich noch mehr. Ich werde ihn lehren zu sehen. Okay, wir machen zwar sehr, sehr gut Schaden, aber wir sollten auf jeden Fall noch auf unsere Leben aufpassen. Komm schon. Ah, ja, eine komm. Schwäche wird offenbar. Also, wie gesagt, ein bisschen schauen, dass wir hier nicht verrecken. Das wäre schon gut. Die sind hier nämlich echt nicht ohne. Die machen einfach gut Schaden. Okay. Dort war die Ebon Hawk. Hier haben wir noch eine Leiche. Los. Ich werde ihn lehren zu sehen.
Wie gesagt, gut, XP geben sie aber auf jeden Fall. Da mache ich mir keine Sorgen. Ja, ich würde sagen, dass wir mal das erste vor euch liegt das Grab des Grab betreten. Großen Lords Markaragnos, einem Halbblut. Ja, der gute alte Ragnos. Unglaubliche Stärke verfügte, sowohl körperlich als auch was die Macht angeht. Nun denn. Erzählt mir mehr. Ragnos blieb über ein Jahrhundert lang an der Macht, indem er seine Feinde listenreich gegeneinander ausspielte. Sein Tod hinterließ ein großes Loch. Wir befinden uns in der Nähe des Ortes, an dem Nagasado das erste Mal gegen Ludo Kresh um die Herrschaft über die Sith gekämpft hat. Ihr Kampf hätte beinahe einen Bürgerkrieg ausgelöst, der die Sith zerschlagen hätte, bevor sie je die Republik bedroht haben. Das klingt so, als wären Bürgerkriege unter den Sith an der Tagesordnung. Ja, das sind die Wege der Sith. Immer wieder messen sie untereinander ihre Stärke. Selbst wenn sie sich dadurch selbst zerstören. Was ist zwischen Shadow und Kresh vorgefallen? Sado, wie das Schicksal es so wollte, landeten zwei Hyperraumforscher aus Sinagar auf Korriban. Nagasado ließ die Siths glauben, dass sie ein Zeichen einer bevorstehenden Invasion durch die Republik sei. Viele Siths hatten Angst vor einer solchen Invasion, weil sie der Meinung waren, das Sith-Imperium hätte sich unter Markaragnos nicht genug ausgebreitet. So wurde Nagasado zu Ragnos Nachfolger. Okay, können wir das Grab betreten hier? Wir werden doch wahrscheinlich jetzt wieder angegriffen, oder? Ja. Hab ich mir gedacht. Los. Ihr seid kein Gegner für uns. Los. Noch einer? Das war's schon. Lächerlich. Keine Herausforderung. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Schauen wir mal bei dem Grab. Wollen ja alles erkunden hier. Dieser Weg führt zum Grab von Adjunta Paul, einem grimmigen Sith-Lord. Der Legende nach erwies sich seine Klinge als mächtiger als ihr Meister und führte zu seinem Niedergang. Okay. Schluss mit der Geschichtsstunde. Erzählt mir mehr. Anniat. Gehen wir weiter. Also ich komme da anscheinend nicht rein. Das heißt, uns bleibt nur ein Weg. Und zwar nach oben. Hier sieht man gerade noch die Bemühungen der Sith-Archäologen, Relikte der Alten auszugraben. Okay, gehen wir weiter. Leute, Mann, ich mach den fast mit einem Schlag K.O. Ja, die Machtstumme ist noch nicht so stark. Also auf jeden Fall übelst stark, was wir hier raushauen. Diese Höhle ist durchzogen mit großer Macht und dunkler Energie. Ihr solltet die Akademie weiter erforschen, bevor ihr euch in die Höhle wagt. Na komm, die zerreiße ich hier trotzdem. Sehr schön. Ja, ich will aber... Er sagt, ich soll die Akademie noch weiter erforschen. Aber... Ah, hier können wir noch lang. Interessant. Da haben wir noch ein paar Gegner. Interessant, interessant. Los. Wer will zuerst sterben? Davon habe ich noch mehr. Alter, ich leg die alle mit einem Schlag um fast. Ich
Sith-Akademie. Da müssen wir rein. Oh, den kennen wir. Den kennen wir. Umgeben von Wachen, wie es aussieht. Ein alter Freund von uns. Den kennen wir noch von den ersten Folgen. Der Schüler ist hier. Findet ihn. Mach dir mal keine Sorgen. Ich werde dich finden, mein Freund. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Los! Oh, Leute! Bam, 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 tot! Ah, noch Tagebucheintrag. Als du die Sith-Akademie betreten hast, fiel die Tür hinter dir zu. Suche in der Akademie nach Hinweisen auf die Jedi-Meister, die hierher hergekommen sind, und finde einen Ausgang. Das schaffe ich. Ihr seid mir zu schwach. Ah. Ich kümmere mich darum. Ja, ich mache lieber Machtfokus. Machtform 1. Da regeneriert sich meine Macht schneller. Viele Wege. Wo geht's lang? Wir gehen nach rechts. Die Tür. Da kommen wir rein. Gesperrt. Was ist? Kann man sie knacken? Gesperrt. Scheiße. Na gut, okay. Leute, wir lassen uns doch davon nicht aufhalten. Wir doch nicht. So. Oh. Diese Tukata werden bei unserer Suche nach den Jedi-Holocrons zu einem echten Problem. Wir wollten uns mit Tarngeneratoren an ihnen vorbeischleichen, aber irgendein Idiot hat einen von ihnen angerempelt und wurde gefressen. Jetzt haben diese verdammten Biester Blut geleckt. Okay. Anscheinend ist das. Ich weiß nicht, was das ist, aber zeig mal her. Machtwiderstand. Ne, mein Gürtel gibt mir +2 Stärke. Ich finde den besser. Ein kurzes Lichtschwert. 2 bis 16. 2 bis 20. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann dir in die andere Hand das kurze Laserschwert geben. Ist halt ein kurzes, ne? Sieht natürlich ein bisschen schwul aus. Aber ist ja nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Computer, Kontrollfeld. Wir erkunden erstmal alles. Aha, sehr gut. Gehen wir mal da hinten lang. Ein kaputter Computer. Noch eine Kiste. Oh, wir werden angegriffen, Leute. Wir werden angegriffen. Ein leichtes. Man muss sich halt nur gut genug vorbereiten. Immer schön XP-Punkte sammeln, dass man auch immer schön mit dem Level hochkommt. So, gehen wir mal in die Steuerkonsole da hinten. Computer kennt den Zugriff auf Systembefehle. Fehler, bla bla bla. Systembefehle sind an diesem Terminal deaktiviert. Zurücksetzen. Okay, da kommen wir anscheinend nicht dran. Dann gehen wir mal weiter. Leute. Das ist ja alles zu einfach irgendwie hier. Da haben wir noch Gegner, aber auf die lege ich jetzt erstmal keinen Wert. Sehr schön. Kristall Orange. Cool.
Hier haben wir noch eine Kiste. Komponenten. Ein neues Startup. Hinweis an neue Schüler. Da nicht viele Sith-Meister zugeordnet sind, wurde das Training automatisiert. Um das Trainingssystem zu benutzen, geh zum nächsten Schülerterminal und gib neuer Rekrut ein, um einen neuen Benutzer-ID zu erzeugen. Wenn du Schwierigkeiten hast, musst du sie selbst lösen. Schüler, die zu schwach sind, haben hier nichts zu suchen. Interessant. Du hast ein Datapad gefunden mit dem Zugang zu den Schülercomputern der Akademie. Gut. Sehr schön. Die Akademie ist aber ziemlich leer, so wie es aussieht. Nochmal. Dies sind die Aufzeichnungen eines Twi'lek-Schatzsuchers. Der letzte Eintrag ist interessant. Alius denkt, dass ich Zeit verschwende, aber ich werde hinter dieser verdammten Tür kommen, selbst wenn ich sie mit Therium-Ladungen in Stücke sprengen muss. Wir wollen hier Holokrone besorgen und ich werde nicht der Einzige sein, der mit leeren Händen nach Hause kommt. Also die Tür geht nicht auf. Diese Tür ist schwer verriegelt von der Tür abwenden. Los. Und nochmal. Und nochmal. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Also gut. Mit der ID für... Nein, neu... Was war das? Ah, das haben wir schon gesehen. Mal gucken, ob ich auf das Terminal da hinten zugreifen kann. So. Neuer Rekrut eingeben. Neuer Rekrut erkannt. Erstelle ein neues Benutzerkonto. Bringen Sie sich Ihre ID ein. Der Verlust der Benutzer-ID kann disziplinarische Maßnahmen noch nach sich ziehen. Oh. Scheiße. Du hast den Zugang zum automatischen gekommen. Du musst einen Test bestehen, um in den Trainingsraum gehen zu dürfen. In der Bibliothek findest du bestimmt nützliche Informationen. Leute, ich speichere erstmal kurz ab, weil man weiß halt nie, was hier so passiert, ne? So. Also. Scheiße, was war denn jetzt meine ID? Jetzt habe ich es mir doch nicht gemerkt. Fehler, Logging inkorrekt. Fehler, Logging inkorrekt. Ah, hier seid gegrüßt, Student. Aufgrund der Abwesenheit des Rektors setzen wir bis auf weiteres ein automatisches Trainingssystem ein. Zugriff auf Trainingsraum. Schriftliche Prüfung der Stufe 1 absolvieren. Zugriff auf Trainingsraum. Fehler, Zugriff verweigert. Mhm. Zugriff auf Lernterminal. Ah, sehr schön, da ist was aufgegangen. Schriftliche Prüfung der Stufe 1 absolvieren. Test starten. Oh, ich hole mal schnell was zu schreiben am besten. Einen Moment. So, also. Welcher der folgenden Sith Lords ist nicht auf Korriban begraben? Naga Sado, weiß ich. Adjunta Paul, auch Mark Ragnaros. Frieden Naht oder Talokord? Ich sag Frieden Naht. Die zeigen nicht, ob es richtig oder ist. Zweite Frage. Ein Sith Lord hat, oh Gott. Die Begräbniskriterien für Mark abgelehnt. Das Ritual erfolgte, dass alle anwesenden Sith Lords sich gleichzeitig im Kreis verteilen. Ludo Crash stand, bla bla bla. Wie viele Sith Lords an dem Ritual teil? Oh, das weiß ich doch nicht. Ich sag 16. Welche der folgenden Kreaturen ist als Haustier ein Sith-Meister am wenigsten geeignet? Hassi, Shirok, Boma-Bestie. Weiß ich auch nicht. Welche der folgenden Aussagen ist kein Paradoxon? Der Schüler lehrt seinen Meister, der wiederum den Schüler lehrt. Ich lüge immer. Die Aussage ist falsch. Um mächtig zu sein, braucht man eine Armee. Um eine Armee zu haben, muss man mächtig sein. Ist nein die Antwort auf die Frage? Diese Aussage ist falsch. Der Weg zum Zerbersten der Ketten ist Macht, Sieg, Leidenschaft, Stärke.
Leidenschaftsstärke macht Sieg. Prüfungsergebnisse. 2 von 5 richtig. Oh Gott. Scheiße. Ja gut, Leute. Ich schau schnell im Internet nach. So. So. Quota 2. Prüfung. Silver Academy. Schriftlicher Test. Okay. Schauen wir doch mal. Schriftliche Prüfung absolvieren. Test starten. Der Sith Lord, der nicht auf Korriban liegt, ist Frieden Naht. Das Haustier, das für die Sith nicht passt, ist ein... 20. Frieden Naht, 20. Das Haustier, das nicht für einen Sith passt, ist ein Gizka. Und Leidenschaft, Stärke, Macht und Sieg. 5 von 5 richtig, yes! Zurück zum Hauptmenü. Zugriff auf Stufe 2, Zugriff gewährt. Die Tür ist offen, meine Lieben. Sehr schön. Trainingsraum. Abmelden. Und wir werden angegriffen. Aber ist mir egal. Auf in den Kampf! Sehr schön. Ja, dann begeben wir uns doch mal in den Trainingsraum, meine Lieben. Eine dunkle Jedi hat hier ihre Spur hinterlassen. Diese Tür wurde absichtlich verschlossen. Ah, das ist gar nicht die Tür. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung. Ah, das ist eine von diesen Türen. Okay. Ein Sith-Keller. Bastard, Alter. Auf in den Kampf! Für den Autoplan! Bald werdet ihr den Schmerz kennen! Ihr seid kein Gegner für uns! Tja, schwächlich. Was haben wir denn hier? Ein Beutel? Nutze die Thorium-Ladungen aus diesem Spind nur als letzten Ausweg, um eine blockierte Tür zu öffnen. Dieses Gebäude ist sehr alt und instabil. Wenn es einstürzt, können die hier gelagerten Artefakte beschädigt oder zerstört werden. Oh, bam, was war das denn? Hier haben wir ein Terminal. Überlauf der Primärpuffers, Daten beschädigt, reparieren alle Systeme. Ah, nehmen wir doch mal hier Mandalore, der hat wahrscheinlich mehr Ahnung davon. Reparieren. Gescheitert, Fehler undiszipliniert. Ja, dann lassen wir das noch. So, okay. Trotzdem, meine Lieben, wir sind auch schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Das heißt, ich werde an dieser Stelle... Ja. Den Part beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Auf Korriban. Und ihr werdet wieder beim nächsten Teil einschalten. Wenn es heißt, die Sith-Akademie zu erkunden und die zweite Prüfung, die praktische Prüfung, zu bestehen. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und macht's gut.